Herzlich willkommen, Jungs und Mädels, zu einem weiteren Video von Horizon Zero Dawn. So, hallo, Jungs und Mädels. Herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Das letzte Mal ist echt schon verdammt lange her. Und ja, ich habe mal geguckt, also wir wollten ja hier diese Jagdmission machen. Und die beiden Gegner sind mir jetzt im Moment ein bisschen zu stark und davon mal abgesehen bin ich auch extrem außer Übung, weil ich jetzt eine lange Pause mal wieder dazwischen hatte. Weil mein Bruder war ja nun da, wir haben 7 Days to Die gezockt, davon gibt es leider kein Video und haben die geschlossene Beta von Defiance 2050 gezockt und davon gibt es Videos auf meinem Kanal und dazwischen kam noch Far Cry 5, also es war eine Menge zu tun und zu machen. Aber kommen wir mal zum Spiel zurück, ja, weil das interessiert euch ja hier in dem Video. Ich würde sagen, wir verteilen erstmal die zwei Skillpunkte, die wir noch haben, und zwar ins Kräuter sammeln, weil so wie ich spiele, brauche ich wahrscheinlich noch viele Heilkräuter, da wäre das wahrscheinlich vom Vorteil. Leider bin ich in der Steuerung nicht mehr drin, das heißt, das wird jetzt noch ein bisschen Eingewöhnungszeit dauern. Aber mal hier die Schatzkästen nochmal öffnen. Schon mit dabei sind. Gut, ja, wollen wir mal gucken, questtechnisch. Also die Jagdmission ist mir jetzt ein bisschen zu krass. Ich habe mir, wie gesagt, schon mal die Gegner angeguckt. Ich würde sagen, wir machen mit einer der Hauptmissionen weiter. Und da haben wir einmal das mit Erend, den wir treffen sollen. Und einmal das mit Olin, den wir bei der Ausgrabungsstätte aufsuchen sollen. Da das mit Olin ein niedrigeres Level hat, würde ich das jetzt erstmal bevorzugt verfolgen wollen. Also nehmen wir das erstmal rein. Um wieder einigermaßen storytechnisch auf die Hauptquest zu kommen. Olin war ja der Typ, der auch einen Fokus hatte. Und der mit den anderen Typen irgendwie in Verbindung stand, die unser Dorf angegriffen hatten. Während des Ritus. Ja. Naja, gut. Gucken wir mal, was hier dazu steht. Die Stadt der Sonne, Hauptquest. Aloy reist nach Meridian. Sie ist auf der Suche nach Olin, dem Oseram-Wühler, den sie am Abend vor der Erprobung traf. Die Mörder haben sie irgendwie über Olins Fokus ins Visier genommen. Wie genau kann sie nur erfahren, wenn sie ihn findet und zum Reden bringt? Und genau das werden wir jetzt auch tun. Hier oben die Gegend, da bin ich schon mal hin. Die habe ich gemieden wie die Pest, weil sonst wäre ja hier die Hauptquest gleich mit losgegangen. Da mussten wir in die Nähe, hätten wir mal gemusst wegen der Jagdquest. Aber das habe ich ja dann irgendwie umgangen. Und hier ist das nächste gelegenste Lagerfeuer. Und dann werden wir das auch mal nehmen und werden uns auf dem Weg dorthin begeben. So, dann wollen wir uns mal zu der Stelle begeben. Ich drehe das hier mal ein bisschen leiser, nicht, dass es bei euch noch halt in der Aufnahme. Bin ich raus. Das wird auf jeden Fall jetzt noch interessant mit dem Kämpfen und so weiter und so fort. Ich bin da ja so krass raus, das ist der Wahnsinn. Naja, gab ja auch viel nebenbei jetzt zum Zocken und ja, das ist sowieso ein längeres Projekt hier. Darf nicht so sprunghaft sein und mich nicht immer so übernehmen. Das wäre mal ganz gut. So, wir haben auf jeden Fall eine neue Stadt oder Außenposten gefunden. Jetzt gehen wir erstmal zum Händler, holen uns unser Umsonstpaket ab, wie immer. Unsere Gratiskiste. Genau. Ja, und das war's dann erstmal. Würde ich sagen. Oder Rohstoffe gucken mal wegen Zünder. War das das wegen dem Zersprengen? Ich glaube, das war das. Was wir auf jeden Fall bräuchten, um diese Sprengpfeile zu machen. Oh. Da habe ich jetzt ganz schön viel gekauft. Lohn kaufen wir auch mal ein paar mehr dazu. Ich hoffe, das war das jetzt, was wir brauchten, um diese Pfeile herzustellen. Ups. Ja. Nee, war es nicht. Was ist das denn? Sag mal, müssen wir mal gucken, was das für eine Zutat ist. Was ist das denn für einen Rohstoff? Das hier ist es, Echohülsen. Die brauchen wir. Okay, die sind saumäßig teuer. Und da sind wir jetzt erstmal pleite.
Aber wir haben jetzt erstmal ein paar Pfeile gebaut, das ist schon mal ganz gut. Bautechnisch sind wir jetzt nicht wirklich gut ausgestattet, können jetzt auch nicht allzu viel bauen. Ist echt ein bisschen blöd. So, dann wollen wir erstmal schnell speichern. Ich mag die mit dem Sonnenpriester, der sich in eine Und dann ist das hier wenigstens aktiviert. Da ist wieder eine Nebenmission, die lassen wir erstmal links liegen, weil wir wollen ja Mission Ach, für Mission hab schon zusammen Besseres durchgehen. gesehen. Naja. Das ist ein bisschen hoch hier. Man denn hier runter hier hinten? Sollte nicht mehr so voreilig sein. Aber das bin ich ja immer. So, davon haben wir genug. Dann geht's weiter. Ein neues Lagerfeuer entdeckt. Wo ist denn das hier unten? Kraut nehmen wir erstmal mit. Was haben wir hier? Ah. Da sind Leute am Kämpfen. Anscheinend Erinnert nicht euch wirklich an diesen erfolgreich, Tag. oder? Doch, die haben es geschafft. Erstaunlicherweise. Da Etwas musste ich Vorrat? nicht helfend mit eingreifen. Sammeln die ihren Loot überhaupt? Anscheinend nicht. Bei Dann der kann ich auch Sache, alles es ist mitnehmen. vorbei. Danke. War nett, euch zu beklauen, euch zu helfen. So. Pflanzen, Rohstoffe sammeln. Können wir immer hier brauchen. Weil wir haben ja im Moment nicht viel auf Lager. So, ich hoffe, wir haben auch genug Kapazität. Für die ganzen Rohstoffe. Kleine Zierpflanze. Du wirst mir sicher helfen. Da haben wir ein ziemlich großes Tier. Da sollten wir vielleicht mal ziemlich unbemerkt dran vorbei. Das brauche ich später noch. Machen wir mal einen großen Bogen drum. Schwupps hier durch. Ein Glück, dass wir uns nicht festgebackt haben. So, Maschinenareal entdeckt, Langbein, Lagerfeuer entdeckt hier hinten. Und ihr müsst es dort dann auch schon bald zu dieser Ausgrabungsstätte gehen, oder? Ich meine, angenommen hatte ich die Mission ja nicht, dass wir uns wieder verlaufen. Wie das so öfters mal passiert. Ganz ruhig. Gerade mir halt. So. Ein Truthahn, den könnten wir vielleicht für unsere Munitionstaschen oder so gebrauchen. Den sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Da gab es diesmal keine Haut. Beziehungsweise keine Federn. So, die zwei Typen, das sind garantiert keine Freunde. Mal gucken, wie wir die ausschalten. Einfach so trennen. Dann Ich können habe wir was einen gehört. ausschalten und den anderen auch. War da nicht was? So, wir sind auf Achtung, wir sind getrennt. Das ist schon mal gut. Was zum? Hau ab! Das hat erstaunlicherweise geklappt. Obwohl er das hätte eigentlich mitkriegen müssen. Aber naja. So, du auch.
Wunderbar. So, langsam komme ich wieder ein bisschen rein. Oh, nur ganz langsam. So, dann wollen wir mal gucken. Hier unten muss irgendwo doch dieser Eingang sein zu diesen Ruinen, wo er sich hier angeblich immer rumtreibt. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. So, was für Medizinbeutel ist immer gut. Oh. Ich glaube, nicht allein. Schnell verstecken. Ich weiß nicht genau. Ja, kommt mal her. Kommt mal her. Put. Ach, die haben so eine imaginäre Grenze. Die kommen nicht näher. Ja. Selbst wenn ich auf die schießen würde, würden sie nicht näher kommen, denke ich. Leise. Ja, die haben so eine imaginäre Grenze. Wir sollten mal im Gras nachsehen. Na doch, jetzt kommen sie näher. Oh, oh, oh. Sind die Tiere auch wach geworden? Das ist nicht so gut. Verdammt, das ist überhaupt nicht gut. Kann nicht entfliehen. Oh, was ist denn da los? Jagen sich gegenseitig, das ist sehr gut. Und er haut erstmal ab. Kommt bestimmt aber gleich wieder. Okay, da geht richtig Krieg ab. Wir sollten deswegen mal versuchen, uns möglichst schnell zu verpissen. Sehr hilfreich. Hier kommen wir nicht hoch. Aber hier ist es eigentlich. Wie sollen wir denn hier hochkommen? Das ist so dieser Fluch, wenn man lange nicht gespielt hat. Erstmal ein paar Pfeile wieder bohren. Jetzt wieder ein paar Ressourcen gefunden. Ah, hier an der Seite. Stimmt, das, was so heller ist, da kann man doch dran. Wunderbar, wir sind oben. So. Muss ja auch irgendwie gehen. Es hat ja auch aufgehört gehabt mit den Gegnern, dass die irgendwie. So, dann ab hier runter. Und dann gucken wir mal, was hier los ist. Da haben sie schon wieder einen Verderber. Und da ist Olin mit seinem Fokus. Das habt ihr also vor. Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde.
Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Es war ja auch noch gleich. Er hat uns gespürt. Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle. Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Durchsucht ihr alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt da. Wer ist da? Okay. Also irgendjemand, der sich mit dieser Technik auszukennen scheint. Sich mit uns in Verbindung gesetzt. Die Verderber und Kolonisten erledigen. Nicht einfach. Toll, kaum Munition, zwei Verderber und ein Haufen Idioten. Ich würde vorschlagen, wir laufen erstmal hier oben lang, schalten die Scharfschützen aus, um uns eventuell einen Vorteil zu verschaffen. Und gucken dann mal, dass wir die anderen irgendwie platt kriegen. Das wird schwierig genug. So, den haben wir. Aufgefallen sind wir anscheinend noch nicht. Weil dann fällt immer dieser eine gewisse Satz und dann greifen sie auch Odem an. Der sich dann wahrscheinlich erstmal auf unsere Seite schlägt, so wie sie sich das angehört hat. Der fand das ja nicht so toll mit den Maschinen, dass sie die aufgeweckt haben. Satz ist noch nicht gefallen. Jawohl, den haben wir auch. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch produzieren können. Vielleicht können wir hier im Menü noch irgendwas zerlegen. Alles ohne unter 15 konnte ja weg. X gedrückt halten zum Zerlegen. Ja, jetzt können wir noch ein bisschen was bauen. Sehr gut, das werden wir auch gebrauchen können. Gut, jetzt sind wir wieder ein bisschen im Spiel. Mädchen lebt. Mist, das war der Satz. Jetzt haben sie uns. Ihr hattet eure Chance.
Jawohl, der stirbt. Unter Garantie. Der hat den gleich mitgenommen. Wunderbar. Jawohl, der ist erledigt. So, jetzt sind es nur noch die zwei Verderber. Ja, was heißt nur noch? Schon schlimm genug. Er liegt flach. Verdammt. Gut, das war's. Der ist praktisch erstmal kaputt. Weil da ist nichts mehr dran. Brauchen wir auch die Abspringpfeile eigentlich nicht mehr. Präzisionspfeile, die müssten eigentlich reichen. Um ordentlich Schaden zuzufügen. Weg hier. Gar nicht, ob die überhaupt so hoch kommen, aber anscheinend nicht. Ach, das ist der andere, wo noch was zum Abtrennen ist. Jawohl. So, jetzt müsste ich sie doch beide irgendwie platt kriegen. Verdammt. Die sind aber auch übel. Ich habe keine Munition mehr, aber noch viel. Den haben wir erledigt.
Den zu erledigen wird noch viel schlimmer. Kommen wir noch nicht mal ran. Wir brauchen die Ressourcen. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Jawohl, das war's. Endlich. Ein Haufen Scheiß. Endlich erledigt. Ja, mit dem Typen dann gleich mal reden, mit Odin. Ist da noch irgendwo ein bisschen Schrott von denen? Ne, sieht nicht so aus. Verdammte Axt, war das übel. So, wollen wir mit ihm mal reden. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse. Eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Okay. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Okay. Wie kam die Eclipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Späher wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis
Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kamst du nicht an Avat heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Eren mir erzählten, die Eklipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Deswegen warst du so abweisend. Warum graben die Eklipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Ja, erneut fallen. Ja, das bist du. Die Eklipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich. Viel älter. Kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Wahrscheinlich. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Tilge deine Schuld. Dein Leben ist verwirkt. Es ist kompliziert. Während ich dich verfolgt habe, dachte ich, diese Entscheidung wäre leicht. Sie ist es nicht. Sie hatten dich dabei in der Hand. Vielleicht bist du kein böser Mensch, sondern nur schwach. Das stimmt. Kraft gefunden habe ich immer nur durch meine Familie. Du verdienst den Tod. Und doch. Ich weiß, was ich verdiene, Aloy. Zögere nicht. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist, und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Naja, gut. Das werde ich bestimmt noch bereuen. Wie so oft. Nach Schöpfers End. Weil da das Abbild von mir war, beziehungsweise das Bild von meiner Mutter. Aber warum denn so eine hohe genetische Übereinstimmung? Ah, das ist schon interessant. Wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Ja, die Mission ist jetzt erstmal durch. Und jetzt haben wir das mit Schöpfers End. Ja. Sollte euch dieses Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. In diesem Sinne, bis denn dann.